Es ist fertig. Schon ein bisschen länger, muss ich gestehen. Ich bin am Schneiden meiner Videos. Ist der Grund. Hat aber gut geschleudert, muss ich sagen. Und jetzt ich mal alles nach oben bringen. Dachte mir, ich nehme ihn mal wieder mit. Bisschen Sonne wäre nicht schlecht für meine Schuhe, aber die ist weg. Vielleicht kommt sie ja wieder. Wollen wir das Beste hoffen. Ist total bewölkt jetzt, aber Potenzial hätte es für Wolkenlücken, nee, für Sonnenlücken. Da hinten scheint sie noch, aber ist alles dicht jetzt. Naja. Egal. Hier ist noch nicht trocken. Der wird es nicht so schnell trocken, denn es ist bestimmt schon richtig kalt hier auch oder feucht. So ist doch genau die richtige Größe. Das passt. Kann ich auch so um den Arm, kann ich auch so machen, kann ich auch in eine Handtasche reinmachen. Das ist genau die richtige Größe. Das wollte ich eigentlich. Lass sie doch da. Nein, wegen Katzi bellen die bestimmt nicht. Das dachte ich, vielleicht irgendwie für die Küche irgendwas basteln. Mal gucken. Die muss ich natürlich wieder umnehmen vorher. Leider. Das werde ich alles wahrscheinlich nicht mal machen jetzt. Ja, ich bin bei Teil 2, habe ich eben eingestellt. Das heißt, ich habe noch. Ich habe 10 Teile gedreht gestern, also ich habe noch 8 vor mir. Ich muss mal einstellen. Will nicht regnen, bitte. Guckt euch das mal an, der Himmel. Das regnet gleich. Bisschen Sonne nur, dann ist es trocken. Bisschen. Hier will ich auch noch mal sauber machen. Das können wir eigentlich gleich mal, aber ich habe die falschen Schuhe an. Hier will ich einmal sauber machen. Die arbeiten übrigens doch da hinten. Ich habe den Kran jetzt schon ein paar Mal arbeiten sehen. Hört man auch. Und am Meer ist es noch richtig schön da hinten. Nur hier in den Bergen nicht. Ja. Hühnchen sehe ich auch schon nicht die ganze Zeit. Ich bin sicher, der hat da irgendwo hinter den zwischen den Holzgeschichten und so, da versteckt er sich bestimmt. Weil da kommt er öfters raus, da hinten. Naja, gut, dann machen wir mal weiter. Hundesachen sind zum Glück alle trocken. Das hat sich ja dann gelohnt, dass ich das gewaschen habe. Und das wird hoffentlich noch. So. Dann mache ich mal weiter mit dem Einstellen und dann werde ich nachher mal.
kurz sehen. Das ist nicht mehr viel. Ich muss nur noch eigentlich so ein bisschen Staubsaugen halt. Und sonst ist eigentlich alles. Den Rest mache ich morgen. Badezimmer putze ich auch morgen. Also mein Badezimmer. Staubsaugen, wie gesagt, ja. Und dann einmal durchwischen. Den muss man ich auch morgen machen. Ja, so weit, so gut. Ich bin gerade am Arbeiten, aber ich muss, glaube ich, nach oben. Und mal gucken, ob meine Wäsche nicht trocken ist. Das sieht nach Regen aus. Und zwar ganz schön. Es ist ungefähr 3:45. Mir ist es wieder kalt. Mal was anziehen. Ich habe die Jacke ausgezogen eben. Das war wohl keine so gute Idee. Mal wieder anziehen. Stoppen. Ich habe hier die Hunde auf meinem anderen Handy aufgenommen, aber ich werde mir den Upload stoppen und mache das in Deutschland. Das ist mir. Es macht mir hier das Handy voll. Das ist ja dann auch dumm. So. Beziehungsweise besetzt mir die Geschichte hier, das will ich nicht. Der Upload hier von diesem Handy ist richtig langsam, ne? Richtig langsam. Das kann man gar nicht machen. So langsam ist das. So, ich hatte die Hunde nämlich gefilmt vorhin. Und das werde ich einmal alles jetzt hier. Genau. Gut, dann werde ich die nämlich in Deutschland hochladen. Allah ist in Wirse. Genau. So machen wir das. Den habe ich jetzt YouTube nicht besetzt, weil mit dem Handy ist es, ist ja mein Ersatz, denn es ist ja mein iPhone 12 und das ist der. Also je schlechter das iPhone, desto langsamer die Uploads zu YouTube. Ne? Katastrophe. 16 Stunden hat er mir eben angezeigt für ein Video. Und die anderen haben noch gar nicht angefangen. Also irgendwas, ja, irgendwas mit YouTube vielleicht. Ich weiß, es ist in der Verarbeitung wieder mega schlecht. Ich habe auch jetzt noch 3 Videos in Verarbeitung. Guck mal, das Mann. Meer ist jetzt ganz grau. Ja, der Himmel auch. Die denken sich, das ist schon warm. Ist es aber nicht. Was guckt ihr denn da im Pool? Was ist da im Pool? Ja, es nieselt. Hä? Was guckt ihr da? Hm? Sind da Frösche? Hm? Sind da Frösche? Ja. Oh Mann. Hm. Ja, so ist das, ne? Ich weiß auch nicht, was sie da machen. Was macht jetzt der Pascha? Juckt das Ohr? Ja. Gleich geht's mächtig los hier mit dem Regen, glaube ich. Bitte doch erst noch mal bitte meine Wäsche trocknen können. Das juckt ihm der Pelz. Da juckt er sich immer am Tisch. Irgendwas ist da im Pool. Bewache die jetzt die Frösche, ja.
Ich habe immer noch keine Bestellung, aber ich schock aufgegeben, ich krieg diesen Mindestbestellwert nicht voll. Ich habe schon alles reingepackt, was ich irgendwie gebrauchen kann. Ich meinte, ich krieg die 500 Teller wohl. Und ich musste jetzt schon so viel Wasser wieder rauspacken. Ich konnte nicht mal Toilettenpapier mehr reintun, weil er sagte, er hätte mein also die Schwere der transportablen Sachen für eine Bestellung überschritten. Das ist richtig, richtig eigenartig, wirklich. Und jetzt habe ich mir überlegt, wollte ich jetzt einkaufen gehen, aber ich habe wirklich gar keine Lust. Also ich habe ja noch Wasser, das reicht bis morgen, Allah is in Versa. Hole ich mir morgen noch so ein 5-Liter-Ding. Oder ich hole mir 3-4 Flaschen Wasser, also die 1,5 Liter Flaschen, weil dann muss ich dieses 5 Liter Ding nicht aufmachen. Oder ich hole ein 5 Liter Ding und eine Flasche Wasser und dann noch zwei kleine vielleicht. Genau. Und ansonsten habe ich eigentlich alles. Es nieselt. Muss gucken. Brot habe ich eingefroren. Ein bisschen Marmelade habe ich noch im Kühlschrank. Also, wenn ich komme, Allah is in Versa, dass ich ein bisschen was zu essen habe, wenn ich wieder zurückkomme, inshallah. Ja. Kopfschmerzen habe ich gekriegt, sieht man vielleicht. Geht aber, ist nicht so schlimm. Gut, dann sammeln wir das mal wieder ein hier, weil das geht gleich hier los, glaube ich. Mach mal morgen auf die Leine hängen, wenn es nicht regnet. Und das werde ich alles in den Schrank packen wieder, dann ist das schon mal sauber. Wenn ich komme, kann ich das machen. Ganz trocken, ne? Ein bisschen nass ist das aber hier noch alles. Das ist nass. Das ist auch noch nass. Na gut. Jetzt muss ich das nochmal unten hinhängen. Esszimmertisch. Flasche ist trocken. Das ist schön sauber. Das ist gut. Frische Luft tut gerade gut. Muss ich sagen, wo ist Hühnchen denn hin? Wo ist Hühnchen? Hallo? Ich sehe es gar nicht. Da. Da ist Hühnchen. Guck. Ja, Hühnchen. Ist aber noch nicht so spät, ne? Es ist 4:15, 4:30. Also wenn die Sonne scheinen würde, dann wäre das jetzt hier noch richtig hell und sonnig. Oh. Sieht nur so aus, als würde jetzt gleich das Abendgebet gerufen. Ist aber nicht. Auch da hinten weiter. Ja, ich bin am Überlegen, was ich kochen soll. Das könnte ich dann eigentlich jetzt schon machen. Ach, mit der gerade da hinten, das Pferd. Der Pferd.
Langsam, langsam arbeiten die sich hier durch, glaube ich, immer ein Stückchen mehr. Was war der Donnerstag, ne? Also, was kochen wir? Ist diese Tomaten? Ne, ich mache Nudeln. Ich habe ja noch ein Paket, habe ich ja vorhin gefunden. Und mache mir dazu diese fertige Soße, die ich noch habe im Glas. Genau. Das mache ich. Ich glaube, auf den Bergen liegt schon Schnee. Das sieht so aus. Unser Gärtner hat das gesagt, dass in den Bergen schon Schnee liegt. Moment.